Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von 7 Days to Die. Und zwar habe ich mir gedacht, wir machen mal ein wenig an unseren Zaun oder so, Holzgeländer, Holzrahmen. Ja, ich würde gerne irgendwie einen Zaun und Stacheln und alles Mögliche draufklappen. Aber ich muss mal schauen, was man denn dafür braucht. Ich glaube das nicht. Rohstoffe? Nein. Wie heißen die denn? Speere? Nein. Speere schreiben wir mal. Schinkenspeck? Nein. Zaun? Holzhofzaun, Holzzaun, weißer Lattenzaun. Stacheldrahtzaun, was brauchen wir denn dafür? Eisen und Holz. Okay. Habe ich oben noch Eisen? Ich dachte mir, bis es dunkel wird, könnten wir ja mal ein bisschen was bauen, aber Eisen sehe ich nicht hier. Dann schauen wir hier mal. Ach, hier ist unsere Nahrung. Eisen. Da. Nein, dich nicht. Ich wollte das. So, Eisen einmal. Ist natürlich nicht genug, gell? Da noch was? Ah ja, hier haben wir noch Eisen. Gut. Was los? Haben wir Hunger? Dann lass dir den Honig schmecken. Wir haben noch mehr Hunger. Naja, wir haben ja einen schönen Vorrat. Können wir ein bisschen was uns gönnen. Ah, wir haben Blutbeutel. Ist wahrscheinlich mehr Medizin. Lassen wir mal hier. Und Wasser können wir uns später auch holen. Was ist das? Bleibatterie für Autos. Das kann eigentlich hier rein. Habe ich noch nicht alles ausgewechselt hier? Und Machete lassen wir. Munition. Ja, die Schaufel nehmen wir mal mit. Kaffeebohnen haben wir noch. Kaffeebohnen brauchen wir erstmal nicht. Vielleicht später mein Käffchen machen. So. Nehmen wir uns zwei Wasser mit. Oder eins. Nehmen wir zwei mit. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal raus. Und werden ein paar Bäume. Zerschlagen hier. So, auf geht's. Mit der Axt geht es doch zuckig. Aber wo kriegen wir Eisen her? Kann ich rennen, warum auch immer.
können wir nämlich uns Stacheldrahtzaun ziehen. Mal sehen, wie weit wir kommen mit dem Stahl. Gut. Warum können wir nicht rennen? Oh, wir sind kaputti. Okay. Neunzehn können wir machen. Gut. Den würde ich nämlich hier so rumziehen. Los. Naja, viel wird da wohl nicht helfen, glaube ich mal. Oh. Oh, es kommt wieder was. Nee, falsch. Was ist jetzt? Kann ich den nicht mehr nehmen? Also er tut schon weh. Aber ich habe leider dich falsch hingesetzt. So. Nein. Huch, ihr seid falsch. So gut, dass wir da wieder Rohstoffe von rauskriegen. So. Nur einen können wir fertigen. So, jetzt gucke ich noch mal. Nein, wie kann man die drehen? Ah, so. Gut, das war's. Uns fehlt Stahl. Wo kriegen wir jetzt Stahl her? Was kriegen wir hieraus? Nur Steine. Da auch noch Stein. Okay, bringt nichts. Du hast Hunger? Okay. So. Was machen wir hier mit? Wir müssen hier irgendwas machen. Weil der Graben alleine hilft nicht. Wie ihr seht, haben sie sich hier durchgegraben. Na toll. Ja. Oh, ich häng fest.
Ja. Der Zaun. Schmiedeeisen, Stacheldraht. Haben wir nichts. Und wie nennt man denn, was kann man denn noch? Gesichert Holztür, hölzerne Stützbalken, Holzschrägenspitze, Holzpfosten, Holzrahmen, Holzrahmen. Wir brauchen aber, also ich würde Speere dazu sagen. Oh, wahrscheinlich steht es ja auf Englisch und mir fällt der Name jetzt auf Englisch nicht ein. Nein. Ah, Holzstacheln. Da. Jawohl, ja. Oh, nur vier. Fertigen mal an, dann müssen wir halt. Och, ich hänge schon wieder an meinem eigenen Stachel. Stachelzaun fest. So. Na, dann müssen wir reichlich Holz sammeln jetzt. Was sind Zombies schon? Aber noch mehr Bäume. Ich will den Zombie aus dem Weg gehen. Hier haben wir noch einen Baum. Komm schon. Und dann muss ich mal überlegen, wegen unserem Stacheldrahtzaun, wo wir noch Eisen herbekommen könnten. So, komm. Komm noch ein bisschen. Die Straßenlaterne? Aber die bringt auch nichts Großartiges. Bergbauwerkzeug ist jetzt auf Level 30. Aha.
Na komm schon. Mach richtig Krach. So. So, jetzt sehe ich besser. Ne, hier war gar nicht der See. Falsche Richtung. Dann holen wir uns am See noch Wasser. Nein, 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 nein. So, renn mal ein bisschen. Ja, ja, du mich auch. Ja, ja. Ich will nur zum See. Aber im Dunkeln sieht alles... Nein, das ist auch falsch. Wo ist mein See hin? War doch immer dort hinten. Metall. Und ist gut gegen Aggressionen. Und laut. Geht noch weiter. Benzinkanister. Okay. Weiter. Also ich hätte lieber ein bisschen mehr Metall. Mal sehen, was da noch bei rauskommt. Okay. Hau drauf, Mädchen.
Irgendwann geht unser Hammer auch kaputt, wollte ich gerade sagen. Geht nicht. Was brauchen wir zur Reparatur? Feuerachs eignet sich gut dazu, Holz zu fällen. Sie hat zudem eine erhöhte Chance, Gegner zu zerlegen. Oh, aber jetzt geht sie gar nicht mehr. Was braucht sie denn? Ach, geschmiedetes Eisen habe ich nicht. Okay. Gehen wir mal kurz rein. Hoch. Sind wir? Wir sind hier falsch. Ich bin irgendwie vom Weg abgekommen. Zombie, hau ab. Wo ist mein Bett? Ja, in die Richtung. Ach so. Okay, weiter. Wir gehen noch zum See. Und wir haben noch die anderen. Können wir auch noch füllen. Okay. Ja, ich muss meine Steinaxt wiederholen. Ich glaube, ich habe die zu Hause gelassen. Vielleicht haben wir in unsere Sachen geschmiedetes Eisen. Aber das ist erstmal Nebensache, glaube ich. Denn wie viele Holzstacheln haben wir? 22. Muss erstmal reichen. Wir haben kein Holz mehr. So. Sagen nicht zu nah, denn wir fallen ja auch dahin. Na, da unten. Jetzt bin ich auch reingefallen. Aber kein Problem. Muss man doch eben hier wieder hoch. Wo waren wir? Aufpassen, da hast du schon welche. Nicht, dass du selber noch reinfliegst. Na. Aufpassen.
fest. Wie gesagt, aufpassen. Bei meiner Tollpatschigkeit falle ich selber noch in die Stacheln. Ja. Nein, nein. Okay. Böse, böse Fallen. Also. Wo können wir noch? Ja. So, jetzt haben wir keine mehr. Ich sag ja. Stacheldrahtzaun, gefährlich. So. Oh. Okay, gehen wir erstmal rein. Ich guck mal, ob ich geschmiedetes Eisen habe für unsere Axt, aber ich glaube eher nicht. Und wie schaut's aus hier? Ja, wir haben noch Holz. Dann würde ich doch sagen, machen wir das ganze Wasser kochen. Geschmiedetes Eisen. Blei. Eisenbruchstücke. Das nix. Also wundert euch nicht, irgendwie habe ich aus Versehen das mal gekriegt. Das brauchen wir nicht. Geschmiedetes Eisen. Achso, das haben wir schon. Pistolenlauf, Jagdgewehr. Raketenwerfer. Geschmiedetes Eisen. Habe ich keins. Nö. Aber wo habe ich meine Axt hingeschmissen? Habe ich bestimmt irgendwo liegen lassen. Müssen wir eine neue Axt auch noch machen. Hier irgendwas? Band, Kohle. Wir hatten ein Eisen, glaube ich. Ich habe das, glaube ich, in einer anderen Kiste drin. Aber wo habe ich eine Steinaxt? Ich meine, wir hätten hier. Moment mal. Wo habe ich das gelassen? Ach nee, das war ein Essenschiene. Mechanical Parts. Ne, haben wir nicht. Ne. Dann. Steinaxt. Klauenhammer, was brauche ich dafür? Feuer und geschmiedetes Eisen. Eisenspitzhacke gibt es auch. Stein. Stein. Axt, was brauche ich dafür? Holz. Und Pflanzenfaser.
Oh, ha. Ja doch, wir haben hier. So. Eine anfertigen. Dann können wir das wieder zurück. Gut. Wie schaut's aus? 14 Wasser sind fertig. Okay. Dann haben wir noch Mais. Mehl, ja. Würde ich nämlich gerne Maisbrot machen. Den Rest packen wir wieder da rein. So. Wasser könnten wir uns auch kochen. Jetzt ist die Frage, wo ist meine Axt? Ich habe doch vorhin eine Axt gemacht. Was habe ich denn hier? Erdbohrer. Kurzes Eisenrohr. Was ist das? Wire. Reparieren. Was ist das? Use the wire tool to wire electrical components. Ah, okay. Okay. Packen wir hier mit rein. Brauchen wir nicht. Erstmal. Ich weiß sowieso nicht, was ich damit anfangen soll. Erdbohrer. Das war auch hier. Hartmetalltür. Die lassen wir auch hier. So. Dann Mechanical Parts. Haben wir 6 Stück. Jagdgewehrteile lassen wir auch hier. Das auch. Dann das hier. Ja. Wo ist meine Axt aber jetzt? Ich habe doch eine Axt gemacht. Ach, ich habe die Pflanzen Faser zu schnell genommen. Ah, jetzt habe ich 2. Eieiei. Lass mal einen als Reserve hier. Gut. Die lassen wir auch hier. Okay. Gut, ich würde aber sagen, ich beende den Part. Wie schaut's aus? Sehr gut. Brauche noch einen Moment. Gesehen, ich habe da noch Müll bei mir. Eisenbruchstücke. Dein geschmiedeter Stahl. Aha. Ach so, ja. Ja, ich dachte, es wäre Eisen. Okay. Das kann auch wieder hier hin. Brauchen wir auch nicht. Patronenhülsen brauchen wir auch nicht. Es sei denn, wir lernen mal irgendwann mal Munition herzustellen.
Nee, ich will keine Chemikalien. Machen wir alle. Aber ich würde sagen, ich beende den Part. Mache das nächste Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, wir sehen uns am nächsten Part wieder. Bis dahin, adios.